Die Wohnbau- und Wärmeversorgung Groß-Schönau wünscht viel Vergnügen beim Sommermagazin aus dem Textildorf. Feiern Sie mit uns! Mit Oberlausitz TV auf Tour, das Sommermagazin Ihres regionalen Fernsehsenders. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserer 5. Ausgabe begrüßen. Diesmal sind wir zu Gast in der Gemeinde Groß-Schönau und das hat einen guten Grund, denn der Ort feiert in diesen Tagen gleich 2 Jubiläen. Zum einen 350 Jahre der Mastweberei und 160 Jahre Frottierweberei. Das Ganze wird mit einem Festwochenende begangen unter dem Motto Groß-Schönau webt Geschichte vom 11. bis zum 14. August hier im Ort. Wir haben uns vereinbart mit Groß-Schönaus Oberbürgermeister Frank Peuker und wollen über die Geschichte der Textilindustrie und natürlich über dieses Festwochenende sprechen. Doch zuvor kommen wir zu unserem großen Gartenwettbewerb. Die Leutersdorfer Baumschulen und Punkt 1 Oberlausitz TV suchen den schönsten Garten der Oberlausitz und sie haben noch Gelegenheit, uns ihre Fotos zu senden und attraktive Preise zu gewinnen. Punkt 1 Oberlausitz TV und die Leutersdorfer Baumschulen suchen den schönsten Garten der Oberlausitz. Bewerben Sie sich jetzt mit einem aussagestarken Foto Ihres Gartens. Ausgewählte Bilder werden in unserem TV-Programm und in einer Bildergalerie im Internet präsentiert. Senden Sie uns Ihr Foto per E-Mail oder auf dem Postweg zu. Übrigens, unter allen Einsendungen verlosen wir 5 Familientickets für den Saurierpark Kleinwelka. Bis zum 31. Juli können Sie mitmachen und gewinnen. Wir drücken ganz fest die Daumen. Groß-Schönau webt Geschichte. Wir sind jetzt wie angekündigt vereinbart mit Groß-Schönaus Bürgermeister Frank Peuker und es geht um das große Festwochenende vom 11. bis zum 14. August. Schönen guten Tag, Herr Peuker. Und vielen Dank für die Einladung. Guten Tag, Herr Schöner. Herr Peuker, welche Rolle spielt denn die Textilindustrie eigentlich nach dieser langen, traditionsreichen Geschichte heute in Ihrem Ort? Nach wie vor eine sehr große Rolle. Die Textilindustrie hat den Ort geprägt. Der Ort ist mit der Textilindustrie groß geworden. Es hat auch viele Umbrüche gegeben, viele Einschnitte, aber wir sind auch heute wieder gut aufgestellt und die beiden Textilunternehmen im Ort prägen natürlich auch den Ort. Sie beginnen das Ganze mit einem großen Festwochenende, 4 Tage. Beginnen soll es schon am Donnerstagabend? Richtig, Donnerstagabend ist der Start. Die Nuppern, unsere Mundartgruppe, spielt nochmal das Stück über den Groß-Schönauer Damast, also die Historie bis ja in die Moderne, wie sich die Entwicklung zugetragen hat. Das ist ja ein sehr spannendes Thema. Ja, Freitag haben wir die Festveranstaltung in der Webschule. Wir werden dort den Staatsminister Martin Dulich begrüßen, weil es geht uns natürlich auch bei dem Festwochenende nicht nur um den Blick in diese besonders interessante und wechselvolle Geschichte, sondern auch in den Blick in die Zukunft zu wagen. Wie geht es mit der Textilindustrie weiter? Danach haben wir noch einen musikalischen Ausklang, eine Party im kleinen Bad. Am Sonnabend und Sonntag großer Webermarkt in Groß-Schönau. Es wird viele Attraktionen geben, viele Aktivitäten. Und besonders freue ich mich auf das Videomapping, eine Videoprojektion auf der Fassade des Deutschen Damast- und Frottiermuseums. Dort soll also auch der Werdegang von den Ursprüngen bis zum heutigen Tage gezeigt werden. Und es gibt einen über das gesamte Wochenende angelegten großen Webermarkt. Richtig, ein großer Webermarkt. Natürlich auch die beiden Textilfirmen sind ja Mitveranstalter, sind sehr aktiv in der Vorbereitung dabei gewesen, haben ihre Betriebsverkäufe geöffnet. Das ist natürlich auch Teil der Geschichte und das wollen wir natürlich auch an diesem Tag sehr gut transportieren. Und am Sonntag steht dann auch dieser Museumsgarten, in dem wir uns hier befinden, im Deutschen Damast- und Frottiermuseum im Mittelpunkt. Es ist das 25. Museumsfest, aber vielleicht können Sie noch mal ganz kurz mit uns ins Programm schauen. Ja, das Museumsfest, traditionell ausgerichtet vom Förderverein Deutsches Damast- und Frottiermuseum, ein sehr aktiver Verein im Gemeindeleben, der uns sehr unterstützt in der Betreibung dieses Hauses. Und es ist das 25. Museumsfest, das ist eingebettet in das Wochenende. Da wird es ein Frühschoppen geben, es wird kulturelle
Highlights geben und es wird auch den Auftritt des Goschener Faschingsclubs geben, die Bürgermeisteraufgabe, die am 11.11.2015 gestellt wurde, soll gelöst werden. Diese Bürgermeisterfrage hat ja eine kleine, aber feine Tradition. Was ist denn die Aufgabe des Groschönauer Faschingsclubs in diesem Jahr? Was müssen Sie denn lösen? Ja, es ist mal historisch, sage ich, entstanden. Der GFC, traditionell bei der Schlüsselübernahme am 11.11. kommt natürlich der Spruch, jetzt kommt unsere Amtszeit, wir müssen alles in Ordnung bringen. Und da habe ich sie mal bei Wort genommen und seitdem vereinbaren wir immer eine Aufgabe, die sie im Rahmen ihrer Regentschaft eigentlich erledigen sollen. Dieses Jahr eine Ausnahme, weil bis Aschermittwoch wäre es zu knapp geworden, ist die spezielle Aufgabe und da sind ja auch die Potenziale beim Faschingsclub vorhanden. Es gibt in der Geschichte ein paar unklare Stellen, wie hat sich das 1666 entwickelt. Die Gebrüder Lange waren in Flandern, haben sich mit dieser hochspezialisierten Technik der Damastwerberei vertraut gemacht. Aber wie das Ganze so abgelaufen ist, wie sie das erkundet haben, das liegt etwas im Verborgenen. Und der GFC soll das künstlerisch darstellen, wie das sich zugetragen können, ist natürlich nicht ganz so an die historischen Fakten gebunden. Also da soll natürlich auch die Freiheit ihnen zugestanden werden. Dürfen wir sehr gespannt sein, das Ganze dann auch hier im Museumsgarten. Es gibt ein Entenrennen auf oder in der Mandau. Und wir wollen nochmal über das Weberschiffchen sprechen, was Sie am Gewehr tragen. Schüler aus der Oberschule in Groschönau werden das während des Festes verkaufen. Da soll ein bisschen was reinkommen. So ein Fest kostet ja auch Geld. Das ist richtig und wir gehen ja sehr sparsam mit Steuergeld um. Also das Fest soll sich möglichst auch selber tragen. Aber hier geht es natürlich auch um ein Stück Identität, sich mit dem Ort verbunden zu fühlen. Und wir haben das gespürt, als wir seinerzeit auf dem Kreisverkehr vor der Oberschule die Weberschiffchen, das Modell, errichtet haben. Das hat sehr viel positive Resonanz gegeben. Die Groschönauer leben auch die Geschichte und das ist uns auch wichtig, dass wir das hier mit auch zeigen. Prima. Übrigens, diese Weberschiffchen müssen Sie nicht kaufen, das ist eine freiwillige Spende und kostenfreie Parkplätze gibt es dann auch nach oben drauf. Das ist richtig, das Schiffchen Unkostenbeitrag 2 Euro, aber wir haben ausreichend Parkplätze im Ort ausgeschildert, kostenfrei. Es wird auch einen Shuttleverkehr geben zwischen dem Webermarkt, den Firmen Naturparkhaus und Trixi, also wo auch Besucher hin und her, zu den Stationen fahren können. Dann, Herr Bröcker, bis hierhin vielen Dank für das Gespräch. Groschönau Webgeschichte, das große Festwochenende vom 11. bis 14. August anlässlich 350 Jahre Damastweberei und 160 Jahre Frottierweberei. Übrigens, noch mehr Informationen finden Sie im weltweiten Netz. Wir blenden Ihnen hier unten mal den QR-Code für die mobilen Endgeräte ein unter www.groschönau.de. Da gibt es nochmal das komplette Festprogramm mit allen Highlights und Angeboten. Herr Bröcker, wir haben noch ein zweites Thema. Wir möchten uns über den Ortsteil Waltersdorf unterhalten. War in den letzten Wochen großes Thema, der Bundeswettbewerb Unser Dorf hat Zukunft. Und im Vorfeld dieses Wettbewerbs ist ein Video entstanden, was den Ortsteil Waltersdorf sehr eindrucksvoll vorstellt. Helene, wohnst du eigentlich gerne in unserem Dorf? Ja, mir gefällt es hier. Auf 3 Kilometer Länge schlängelt sich die Straße bis an die tschechische Grenze hinauf. An die Hänge schmiegen sich schöne Häuser und Gärten. Über allem thront die 793 Meter hohe Lausche. Wusstest du, dass Waltersdorf auch 3 Kilometer breit ist? Denn die Ortsteile Saalendorf und Herrnwalde gehören auch dazu. Außergewöhnlich sind die vielen Umgebindehäuser. Die ältesten stammen aus dem 18. Jahrhundert und jedes hat seinen ganz eigenen Charakter. Gut, dass es hier bei uns Handwerker gibt, die sich auf die Restaurierung der Umgebindehäuser spezialisiert haben. Dachstühle, Fachwerk, Balken und Stände erneuert die Zimmerei Jens Vogt fachgerecht und mit höchster Präzision. Im eigenen Sägewerk werden Bretter und Balken zugeschnitten und in der Werkstatt für die Baustelle vorbereitet. Die Tischlerei von Pia Eckert baut Fenster und Türen passgenau. Und nicht nur für Umgebindehäuser. Hans-Jürgen Eckert und seine Tochter fertigen auch Möbel nach Maß entsprechend der Kundenwünsche an.
Deutschlandweit einmalig sind auch die reich verzierten Sandsteintürstöcke. Die gibt es nur hier im Zitterauer Gebirge und viele davon bei uns in Waltersdorf. Im Kopfstein sind meistens das Erbauungsjahr, Initialien und oft auch die Zunft des ersten Hauseigentümers ablesbar. Und das alles ist auf etwa 24 Quadratkilometer verteilt. Auf der großen Deutschlandkarte im äußersten Südosten des Freistaates Sachsen ist es nur ein winziger Punkt. Weißt du eigentlich, wie alt Waltersdorf ist? Naja, ein genaues Gründungsdatum gibt es da nicht. Aber um 1300 sollen erste Grundstücke abgesteckt worden sein. Und heute wohnen hier etwa 1260 Einwohner. 152 von ihnen sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Wir haben ein richtig tolles Kinderhaus mit Krippe, Kindergarten, Hort, Grundschule und eigener Speiseversorgung. Das Essen schmeckt gut und ist immer frisch und abwechslungsreich. Die Kinder führen regelmäßig ein schönes Programm für Eltern und Großeltern auf und werden dafür mit viel Applaus belohnt. Ältere Menschen werden im Ort professionell betreut. Waltersdorf hat gleich zwei moderne Pflegeeinrichtungen. Seit 1995 stehen im Lazarus 60 Plätze zur Verfügung. Das Haus bietet sowohl 24-Stunden- als auch Kurzzeitpflege an. Außerdem gibt es dort eine Physiotherapie, Bewegungsbad und Friseur. 2015 kam eine zweite Einrichtung für betreutes Wohnen, 24 Stunden und Kurzzeitpflege in der Julius-Lange-Villa hinzu. Und die medizinische Versorgung ist auch gesichert. Sauna, Physiotherapie und der Landarzt sind in einem Gebäude untergebracht. Für gesunde Zähne sorgen Frau Dr. Krauskopf und ihr Team in der Praxis an der Hauptstraße. Dreh- und Angelpunkt ist der Dorfladen. Päckchen und Briefe können abgegeben werden. Hier gibt es Lebensmittel und Drogerieartikel. Milch und frische Eier bieten die drei Waltersdorfer Bauern an. Die Rinder werden ökologisch auf der Weide und in modernen Stallungen gehalten. Und den Hühnern sieht man an, dass sie sich wohlfühlen. Auf den Feldern wächst Getreide, Raps oder Mais. Wusstest du eigentlich, dass es in Waltersdorf 14 verschiedene Vereine und Gemeinschaften gibt? Die Mitglieder treffen sich regelmäßig, erhalten Kulturgut, pflegen Traditionen oder tun etwas für ihre Gesundheit, zum Beispiel der Sauna- oder Wanderverein. Im Schützenverein gibt es eine eigene Abteilung für Bogenschießen. Der Sport ist ziemlich anspruchsvoll und es ist gar nicht so einfach, die Scheibe oder gar die gelbe Mitte zu treffen. Viel Freizeit investieren auch die Mitglieder des Feuerwehr-Traditionsvereines in Pflege und Erhaltung alter Technik und Uniformen. Außerdem stellen sie traditionell zu den Festen im Ort die Gulaschkanone. Beim Dorffest präsentieren sich alle Vereine mit einer besonderen Attraktion. Es ist für Jung und Alt etwas dabei. Ein besonderer Höhepunkt ist der Festumzug. Hier stellen sich neben den Vereinen auch Firmen vor. Und da hat Waltersdorf viel Interessantes zu bieten. Das ist diese kleine Manufaktur von Bernd Hauser, deren Zinnfiguren weltweit verkauft werden. Sie zeichnen sich durch Detailtreue und Perfektion aus. Mithilfe von Lupe und Skalpell kann auch die noch so kleinste Feinheit herausgearbeitet werden. Danach entsteht die Gießform, in die bis zu 400 Grad heißes Zinn eingefüllt wird. Nach dem Abkühlen müssen die Figuren noch geputzt und bemalt werden. Mithilfe moderner CNC-Technik fräst Peter Landrock Buchstaben, Schilder oder Dekoartikel wie Schwibbögen aus Kunststoffplatten oder Holz. Auftraggeber weltweit bestellen spezielle Fräserzeugnisse bei der Firma Landrock. Der größte Arbeitgeber in Waltersdorf ist die Wacker Punktfabrik. Ihre präzise und zuverlässige Arbeitsweise macht die Firma zu einem anerkannten und gefragten Vertriebspartner namhafter Hersteller von Pumpen und Kompressoren. Ausgestattet mit moderner CAD- und CNC-Technik sowie dem Wissen und dem Know-how von 50 Jahren Berufserfahrung finden die Mitarbeiter der Firma stets die perfekte Lösung, auch für den kniffligsten Kundenauftrag. Professionelle Werbefilme, Printprodukte und Internetseiten entstehen bei Lauschevideo. Die kleine Werbeagentur bietet alles aus einer Hand und ihren Kunden somit kurze Wege für beste Qualität. Außerdem ist Hans-Wolf Ulrich sehr darum bemüht,
mit seiner Arbeit die Region und ihre Einwohner bekannter zu machen. Ja, denn Waltersdorf ist ein echt reizvoller Erholungsort. Besonders groß ist die Zahl der Hotels und privaten Vermieter. Ob Hubertusbaude, Sonnebergbaude oder das Quirlehäusel. Die Zimmer sind immer komfortabel und gemütlich eingerichtet. Das Wohl des Gastes steht an oberster Stelle. Viele Privatquartiere sind mit dem Zertifikat Urlaub im Umgebindehaus versehen. Die Vermieter sind nett und freundlich. Die Wohnung geräumig und bequem, eben zum Wohlfühlen. Außerdem gibt es viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. 50 Kilometer gut ausgeschilderte Wanderwege existieren allein rund um Waltersdorf. Der Rübezahlradweg und die sächsische Mittelgebirgsroute führen hier entlang. Mein Bruder schwärmt von den coolen Mountainbike-Strecken. Ja, und der Denkmalpfad führt direkt durch den Ort. Auf dem Naturlehrpfad habe ich viel über unsere einheimischen Pflanzen und Tiere erfahren. Und auf dem Spielplatz hinter dem Naturparkhaus kann man sich so richtig austoben. Weißt du, was ich besonders aufregend finde? Geocaching. Mein Cousin ist mit mir die Route am Butterberg abgelaufen. Das war total spannend, wie wir mit Hinweisen und Koordinaten von Station zu Station gefunden haben. Wenn ich nach Jonsdorf oder Eubin will, fahre ich gern mit dem Gebirgsexpress. Neulich waren wir mit der Familie im Volkskunde- und Mühlenmuseum. Dort habe ich angesehen, wie der Webstuhl funktioniert und wie einfach die Leute früher gelebt haben. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Weißt du noch, unser Besuch im Naturparkhaus, wie wir in der interaktiven Ausstellung viele interessante Details zu unseren einheimischen Tieren und Pflanzen entdeckt haben? Mir hat da besonders die Gesteinskammer gefallen. Und nach der Ausstellung gehe ich mit meinen Eltern in die Kaffeerösterei. Eis essen und eine leckere heiße Schokolade trinken. Mutti und Vati können eine der vielen Kaffeesorten ausprobieren. Auch im Winter ist es schön bei uns. Loipen für Langläufer sind gespurt, am Lauscherhang sorgen Schneekanonen auch bei wenig Schnee für gute Skibedingungen. Und das Rodeln am Butterberg macht besonders viel Spaß. Waltersdorf ist wirklich ein wunderschöner Ort und Waltersdorf hat Zukunft. Ja. Unser Dorf hat Zukunft. Unser Dorf hat Zukunft. Der Ortsteil Waltersdorf der Gemeinde Großschönau hatte sich darum beworben. 2400 Dörfer deutschlandweit waren im Wettbewerb, 33 in der Endrunde. Und am Ende war es Silber. Herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. War ja eine große Teamleistung, oder? Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall. Also eine große Teamleistung. Das ist keine Leistung, die jetzt durch eine Verwaltung erbracht wird, sondern hier war ja das Thema, unser Dorf hat Zukunft. Wie sieht es aus mit dem bürgerschaftlichen Engagement? Wie ist die Lebensqualität im Ort? Ja, Ortsbild, Ortsgestaltung. Also es ist ein sehr vielschichtiges Portfolio, sage ich. Erhoffen Sie sich davon irgendwo Nachhaltigkeit, sage ich mal, auch touristischer Art? Na, zum einen ist es sehr wichtig im Miteinander, für das Miteinander im Ort. Die Leute sind enger zusammengerückt, die Vereine haben sich sehr eng abgestimmt. Das ist erstmal ein großer Pfund, den wir haben. Aber ich denke auch in der Außenwirkung, gerade als Wohn- und Lebensort, ist Waltersdorf sehr attraktiv. Aber natürlich auch der touristische Aspekt, der kommt nicht zu kurz. Und das waren ja auch die Rückmeldungen, die wir bekommen haben von der Jury, die waren schon sehr beeindruckt vom Ortsbild, von der Lage, von der Gastronomie, also vom Gesamteindruck. Das hat schon richtig auch für uns gut getan. Und die öffentliche Auszeichnung findet dann erst im Januar nächsten Jahres statt, habe ich mir sagen lassen, anlässlich der Grünen Woche. Genau, das ist dann im Januar 2017 in Berlin. Jetzt war es die Verkündung, weil die Jury gesagt hat, also wir wollen zeitnah sozusagen bekannt geben, wie die Platzierungen ausgefallen sind. Gut, Herr Beuger, dann vielen Dank für die Informationen. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften. Bei uns gibt es eine ganz kurze Werbepause. Danach haben wir für Sie unseren Nachrichtenüberblick. Und natürlich, darauf warten Sie natürlich alle, unser großes Sommergewinnspiel. Musik.
Der Zittauer Senfladen. Vielfalt, Qualität, Natürlichkeit. An die 90 Sorten Senf. Ausgesuchte Essige und Öle. Exklusive Hausmarken. Und das alles zum Verkosten und Verschenken. Der Zittauer Senfladen. Die Gutschmecke. Hermes, Lotto, Postmodern. Nur drei Gründe für Ihren Einkauf in Kerstins Blumen- und Geschenkestübel in Oberkuhnewalde. Hier finden Sie das perfekte Präsent. Neben Blumen, Gestecken, Wein und Keramik kümmern wir uns um Hochzeits- und Trauerfloristik, Schuh- und Wäscheservice. Zuerst erschuf Gott, auf den Urwassern stehend, Himmel und Erde. Die Erde zeigt sich als graue Scheibe. Die rote Umhüllung, in der 9 Engel eingeschlossen sind, stellt den Himmel dar. Danach hat er die 4 Elemente, Erde, Wasser, Luft und Feuer gemacht. Fahrtwind ist einfach, wenn die Sparkasse für die günstige Autofinanzierung sorgt. Entdecken Sie den Privatkredit der Kreissparkasse Bautzen. Der Suzuki SX4S Cross. Ab sofort als Sondermodell SX4S Cross Limited. Jetzt Probefahren. Suzuki. Way of Life.
TM, Ihre Fachmärkte für Bodenwand und Fenster, haben jetzt zum Sommerschlussverkauf viele wirklich tolle Angebote. Zum Beispiel Teppichrasen für nur 1,99 der Quadratmeter. Viele Musterdekorationen jetzt zum halben Preis. Designbelag Klick für nur 19,95 der Quadratmeter. Vorwerkteppichboden Bingo, nur 13,99 der Quadratmeter. Zum SSV jetzt 20% auf alle Markisen nach Maß. Den Fachmärkten für Boden, Wand und Fenster wurde in Berlin der Deutsche Servicepreis verliehen. Vergeben wurde die Auszeichnung vom Deutschen Institut für Servicequalität. Und guter Service fängt bei TTM schon bei der individuellen Beratung an. Ihr Ansprechpartner im TTM-Markt in Ihrer Nähe unterstützt Sie von der ersten Idee bis zur Übergabe. Daher legen wir bei TTM großen Wert auf kompetente und gut ausgebildete Fachleute. Ich bin Raummaschinermeister seit 3 Jahren im TTM-Markt in Bautzen und freue mich jeden Tag, mit meinem Team zusammenzuarbeiten. Lassen Sie sich einfach in einem unserer TTM-Märkte von unseren Serviceangeboten und günstigen Preisen begeistern. Und vieles wird auch direkt im Markt für Sie vorbereitet. Vom Ketteln Ihres Wunschteppichs über das Nähen Ihrer Gardinen bis hin zu unserem Leihservice. Die einladende Einkaufsatmosphäre in den Fachmärkten und die übersichtliche Anordnung der Produkte überzeugen die Kunden. TTM, Tapeten-Teppichbodenmarkt, ist damit bestes Einzelhandelsunternehmen in Sachen Angebot und Vielfalt. Mit TTM, Ihrer Nummer 1, immer gut beraten. Mein Name ist Steffen Münschel, ich bin Marktleiter im TTM-Markt Bautzen und unser Team freut sich auf Sie. Für ein schönes Zuhause. Am Dienstagmorgen hat sich in Zittau ein tragischer Verkehrsunfall ereignet. Auf der sogenannten Goldbach-Kreuzung waren 2 Autos zusammengestoßen. Wie sich später herausstellte, saßen in einem der beteiligten Fahrzeuge 3 Diebe. Sie hatten nur Minuten zuvor einen Anhänger aus einer Spedition auf der Dresdner Straße gestohlen. Augenzeugen des Unfalls berichteten, dass der VW Golf samt Anhänger trotz roter Ampel mit hoher Geschwindigkeit in die Kreuzung einfuhr. Dort kollidierte das Gespann mit einem VW Touran, der auf der äußeren Weberstraße bei grüner Ampel in Richtung Innenstadt fuhr. Bei dem Unfall wurde der 43-jährige Fahrer des Touran sowie 2 Insassen des Golfs schwer verletzt. Der mutmaßlich 30-jährige Fahrer des VW Golfs ist derzeit noch flüchtig. Als Insassen wurden ein 39-jähriger Mann und ein Mann, der mutmaßlich 47 Jahre alt ist, schwer verletzt. Die Kriminalpolizei führt in diesem Fall die weiteren Ermittlungen, denn das Trio ist der Polizei hinlänglich wegen verschiedener Eigentumsdelikte bekannt. Gegen den mutmaßlich 30-jährigen Fahrer und seinen mutmaßlich 47-jährigen Komplizen bestanden bereits mehrere Haftbefehle wegen verschiedener Eigentumsdelikte. Alle 3 Tatverdächtigen kommen aus dem Raum Bogatynia. Die Untersuchungen der Kriminalpolizei dauern an. Auch die polnische Polizei ist in die Ermittlungen eingebunden. Der gestohlene Autoanhänger wurde sichergestellt. Der Rettungsdienst brachte die 3 verletzten Personen zur weiteren Versorgung in ein Klinikum. Während der Unfallaufnahme und Spurensicherung kam es an der vielbefahrenen Kreuzung zu massiven Verkehrsbehinderungen. Das SEAT Autohaus Prochno in La Walde präsentiert Ihnen den Motorsport bei Oberlausitz TV. Am vergangenen Wochenende unternahm das Oberlausitzer Racing-Team Bundesmann seine bislang längste Reise zu einem Autocross-Rennwochenende. Die Europameisterschaft machte Station im äußersten Westen von Frankreich. Aus beruflichen Gründen konnte dieses Mal nur Jasmin Meile die über 1600 Kilometer lange Strecke mit halbem Team auf sich nehmen. Bereits am Donnerstag angereist, nahm man am Samstag das Zeittraining unter die Räder. Auf der für Jasmin komplett neuen Strecke war das Team mit Rang 10 zufrieden. Jasmin startete dann im ersten Vorlauf von Platz 5 und konnte sich im Verlauf des Rennens um einen Rang verbessern. Im 2. Vorlauf, der am Sonntagmorgen stattfand, lief es dann nicht so gut. Mit Platz 6 war die junge Oberlausitzerin nicht zufrieden. Auf der teilweise sehr rutschigen Bahn konnte sie sich im 3. Vorlauf trotz eines kleinen Remplers mit einem Kontrahenten wieder um einen Rang verbessern und war somit für das Finale qualifiziert.
In diesem startete sie von Platz 9 aus. Der Start gelang gut, doch wahrscheinlich durch den Kontakt im vorhergegangenen Vorlauf brach im Finale eine der vorderen Antriebswellen. Jasmin drehte sich und kämpfte danach mit stumpfen Waffen gegen die europäische Autocross-Elite. Mit Rang 9 im Finale und 14 EM-Zählern im Gepäck trat das Oberlausitzer Racing-Team die lange Rückreise an. Der Motorsport bei Oberlausitz TV mit freundlicher Unterstützung vom SEAT Autohaus Prochnow in Laweide. Oberlausitz TV auf Tour. Wir sind zu Gast in Sebnitz und haben uns quasi um ein paar Jährchen zurückgebeamt, denn wir sind im Urzeitpark Sebnitz und an meiner Seite ist Uwe Mattes, der Leiter hier im Hause. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Mein Name ist Uwe Mattes, wie Sie ja schon sagten, technischer Leiter im Urzeitpark Sebnitz und ich begrüße Sie recht herzlich hier im Urzeitpark Sebnitz. Na, da freuen wir uns sehr. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Mattes. Wie ist es denn eigentlich zu der Idee gekommen, hier einen Urzeitpark in Sebnitz zu errichten? Ja, da müssen wir ein paar Jährchen auch zurückgehen. Und zwar hat der Franz Gruß, welcher der Erbauer des Saurierparks Kleinwelker sowie der Erbauer des Saurgarten Großwelker ist, 1996 ein Areal gesucht, um seine Plastiken, welche ja im Saurgarten Großwelker zu sehen waren und der Saurgarten Großwelker bald aus allen Nähten platzte, irgendwo aufzustellen und sind hier durch die Stadt Sebnitz auf dieses Areal gestoßen. Und die Stadt hat uns das zur Verfügung gestellt und wir konnten hier uns erweitern. Was darf denn hier der Urzeitfan erwarten bei Ihnen? Bei uns sehen Sie vom Wimpertierchen, was vor Hunderten von Millionen Jahren lebten, bis zum größten landlebenden Säugetier, ein Intragutarium. Diese Plastiken sind hier bei uns ausgestellt zu sehen. Das ist ein sehr weitläufiges Gelände und da sieht man auch das eine oder andere Skelett, da wird nach Hand angelegt. Ja, wir versuchen einige Plastiken, also besser gesagt Skelette, die Franz Gruß, der nun mittlerweile leider verstorben ist, die hat er angefangen zu bauen. Wir versuchen, diese fertig zu bauen. Hauptsächlich hat er uns übrig gelassen, muss ich das mal so sagen, Insekten in hundertfacher Vergrößerung, welche wir versuchen, fertig zu bauen und fertigzustellen. Was aber allerdings sehr, sehr schwierig ist und sehr, sehr lange dauert. Denn das Handling, was Franz Gruß hatte, das werden wir wohl nie erreichen. Was ist denn so Ihr persönlicher Lieblingsplatz hier im Park? Also mein persönlicher Lieblingsplatz ist eigentlich der Felsen mit Wasserfall, mit den Flugsaurern obendrauf, welches wir vorher fertiggestellt haben. Das gefällt mir so am besten. Also hier wird quasi immer wieder gewerkelt und getan. Sagen Sie doch mal ein Wort zu den Öffnungszeiten. Das Ganze ist ja auch ein bisschen Saisongeschäft. Ja, wir haben geöffnet von Ostern bis 31. Oktober von 10 bis 17 Uhr. Herr Mattes, dann bedanke mich erstmal für die Informationen. Übrigens, noch mehr Infos gibt es im weltweiten Netz unter www.sauriergarten.eu. Öffnungszeiten, Eintrittspreise, Anfahrtskizze inklusive. Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer. Vielen Dank, dass wir bei Ihnen sein durften. Bergwerk erzählt mir sehr viel über die Erdgeschichte, quasi als großes Gemälde an der Wand. Und das ist das, was mich reizt, was mich auch an der Bäckerei reizt, dass man eben zu den Ursprüngen zurückgehen kann. Der Faktor Zeit ist sowohl in der Geologie als auch in der Bäckerei der ausschlaggebende Punkt. Ohne Zeit passiert in der Geologie überhaupt nichts. In der Bäckerei geht es in dem Sinne schneller, aber doch wieder sehr langsam, weil man Teigen sehr viel Zeit gibt, um das optimale Brot herauszubekommen. Ja, eigentlich bin ich Geologe und bin ins Erzgebirge gegangen, in den Marmorbergbau, habe dort fast 5 Jahre als leitender Geologe gearbeitet, in 3 Bergwerken. Ich habe damals mit meiner Diplomarbeit zu tun gehabt,
quasi nur am Rechner gesessen und brauchte dann irgendwas zum Abschalten. Hab's ausprobiert und bin dran hängen geblieben, ne? Weil man einfach das Ergebnis sieht, es verstaubt nicht, man braucht es nicht ins Regal stellen, man kann es aufessen. In der Geologie können Gesteine aufreißen, Magma kann Krusten auseinanderziehen, auseinanderspalten. Und genauso in der Bäckerei, wenn ein Brot richtig rustikal aussehen soll, dann wirken da ähnliche Kräfte. Und das ist für mich als Geologe auch immer ganz spannend, diese Brotstrukturen runterzubrechen auf geologische Phänomene, um das zum Beispiel Kindern zu erklären. Ja, mein Blog war eigentlich eine Rezeptsammlung für mich selbst und vielleicht für ein paar Freunde. Und je mehr Leser das nachgebacken haben, umso mehr Feedback gab es, umso mehr war ich wieder angespornt, bestimmte neue Sachen auszuprobieren. Und diese Detektivarbeit am Brot habe ich auch als Geologe gemacht und mache ich auch immer noch. Also ich kann immer zusammen kombinieren, wie die Landschaft oder das Brot entstanden ist. Hallo und herzlich willkommen zum Wetterbericht auf YouTube. Hallo zum Wochenendwetter für Deutschland. Hallo, herzlich willkommen hier zum Kachemann-Wochenwetter. Herzlich willkommen im Wetterkanal auf kachemannwetter.com. Wir haben es mit einem Tief zu tun, das liegt Samstag bei Nordfrankreich. Es ist nicht überall grau. Hier sind wirklich die Bedingungen für sehr, sehr heftige Unwetter gegeben. Natur, milden Temperaturen im Winter. It's all about heat in Death Valley. Wenn es dann losgeht, noch so bei 15 Grad. Wir wissen ja, es ist noch eine brisante Lage. Das hier ist Wintersturm Jonas bei mir im Upstate von South Carolina. Aber es gibt keine Sturmflut, kein Drama an deutschen Küsten. Und ziehen dann eben weiter nach Südosten ins Landesinnere. Tornadosicherheit. Was muss ich eigentlich machen, wenn ich sehe, da kommt ein Tornado? Heute zum Thema Turbulenzen. Warum ist der Himmel blau, sind die Wolken weiß? Blödsinn, da sucht die Schwalbe überhaupt nicht. Die hat ja gar keinen Plan von, wie das Wetter morgen wird. Das Ganze, was ich mir hier gebaut habe, nennt man übrigens auch Zyklon. In dem Fall ein Schleudertyklon. Bei einem Tiefdruckgebiet haben wir es mit aufsteigender Luft zu tun. Das ist der Riesenbärenklau. Das ist mit einer der gefährlichsten Pflanzen in Deutschland. Das Wetter ist weiß und mit Lamellen ausgestattet. Hier in der warmen Luft wesentlich mehr Wasser enthalten ist als in der kalten Luft. Das war's aber jetzt wirklich. Danke fürs Reinschauen. Bis bald. Bis zum nächsten Mal. Au revoir. Ciao. Bis dann. Tschüss. Es ist alles ein bisschen anders geworden als geplant, denn wir haben uns noch ein bisschen mit Frank Polker unterhalten und er hat uns berichtet vom Besuch eines Oscar ausgezeichneten Regisseurs hier in Groß-Schönau. Vielleicht können Sie dann doch noch mal einen Satz dazu sagen. Ja, das war schon eine interessante Begegnung mit Herrn von Donnersmarck. Eine sehr, ja, imposante Erscheinung. Und er begrüßte mich mit den netten Worten: Sie haben es aber schön hier. Habe ich gesagt, ja, wir haben es sogar viel schön hier, deswegen führen wir das auch im Namen. Worauf er ein wenig stutzt und ich habe dann die kleine Hilfe gegeben: Groß Schönau. Ja, das ist auch vielleicht nicht ganz so einfach mit der Sprachproblematik an der Stelle, ne? Ja, ja, das war schon ganz interessant. Herr Polker, Sie sind bei uns geblieben und haben jetzt die große Aufgabe, unser Sommergewinnspiel zu verkünden. Es gibt einen attraktiven Preis, den müssen Sie aber auch noch vorstellen. Ja, wir haben ein Kombi-Ticket für eine Familie. Das Kombi-Ticket beinhaltet den Besuch im Naturparkhaus in der interaktiven Ausstellung hier im Deutschen Damastorfer Tiermuseum und im Volkskunde- und Mühlenmuseum in Waltersdorf. Wunderbar, davon stellen wir zwei zur Verlosung zur Verfügung. Dazu gibt es noch für den Gewinner zwei Familienfreikarten für das Trixie-Bad. Also ein Kombi-Ticket plus
eine Familienkarte für das Trixie-Bad und das zweimal. Und Sie müssen eine Gewinnspielfrage beantworten und die kommt auch vom Bürgermeister gleich. Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Goschenau feiert Textiltradition. Zwei Textilunternehmen stehen in dieser Tradition, die Tamino GmbH und die Frotana Textil GmbH und Co. KG. Beide sehr erfolgreich. Und die Frage lautet, welche Produkte stellt die Frotana Textil GmbH und Co. KG her? Kleine Hilfestellung, sind Produkte für den täglichen Bedarf. Viel Erfolg. Danke, Herr Wolker. Wenn Sie die richtige Antwort wissen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an mail@oberlausitztv.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir die Tickets. Nochmal herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen zu Gast sein durften. Noch mehr Informationen tagesaktuell gibt es in unserer Mediathek unter www.oberlausitztv.de oder Sie folgen uns in den sozialen Netzwerken, ob Sie nun Twitter, Facebook oder YouTube heißen. Wir wünschen Ihnen ein paar schöne Sommertage. Machen Sie es gut. Ciao. Das war das Sommermagazin aus dem Textildorf Großschönau, präsentiert von der BBG Besser Wohnen in Großschönau.